Das ist eine Kawasaki ZX-10R. Christoph? Ja? Wie hast du dich angestellt, wie du das erste Mal auf der Rennstrecke Motorrad gefahren bist? Naja, darum ist es den Umständen entsprechend. Also, also Profi-Rennfahrer, da habe ich glaube ich noch ein gutes Stück hin, aber... Naja, ich kann mich erinnern, er war verdammt nervös. Das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen. Aber ich verstehe ihn. Wer versteht es noch? Ich meine, das ist nicht von heute auf morgen gegangen, dass ich für Kunden Fahrwerke für Motorräder mache und dass ich Leute auf der Rennstrecke coache, wie man richtig schnell und sicher im Kreis fährt. Ich meine, das Ganze hat irgendwo gestartet und glaubt mir, ich war nicht einmal im Ansatz zu dem Zeitpunkt. Ich habe nicht einmal im Ansatz zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, dass das dabei rauskommt. Ich meine, ich komme vom Automotorsport, ich bin mit dem Auto im Kreis gefahren und was eigentlich schade ist, weil jeder dressierte Affe kann ein Auto im Grenzbereich bewegen und dazu kommt ein negativer Faktor, es ist noch teurer, es ist ungefähr 10-mal so teuer als Motorsport und der Preis macht die Geschwindigkeit. Das heißt, umso mehr Geld man hat, desto schneller ist man. Das ist im Automotorsport Fakt und verdammt traurig. Und irgendwann stand mir das einfach hier und diese großkotzigen Lackschuhe tragen, denn irgendwas mit ihren GT3s gingen mir einfach so dermaßen auf den Sack, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf Automotorsport. Okay, und deswegen bin ich im Jahr 2016, ich glaube Ende 2016, November 2016, habe ich alle Autosachen verkauft und habe mir eine günstige Honda CWR 1000R SC57 in blau, weiß, schwarz gekauft für 4000 Euro und die war gut, die war wirklich in einem sehr guten Zustand. Aber stell dir vor, du hast ein Motorrad, das erste Mal in deinem Leben ein Supersportler. Ich hatte mal Motocross, Kindheit, Jugend, bin ich Motocross gefahren, okay. Aber ich hatte noch nie ein Straßenmotorrad, auch keine 125er. Ich hatte einen frisierten Roller. Auch schon Yamaha damals, ne? Der ging 120 oder so. Aber ich hatte keinen Supersportler. Und jetzt hast du das erste Mal in deinem Leben einen Supersportler, bist 26 Jahre alt, hast das Motorrad bei dir zu Hause stehen, hast es gekauft mit deinem Geld, hast dir einen neuen Lederkombi dazu gekauft, damals von Alines, neuen Helm, Handschuhe, Stiefel, alles was du brauchst. Und es ist Winter und du hast keinen Führerschein. Und dann hast du all das hier liegen, und sitzt davor wie auf heißen Kohlen und denkst dir, what, ich will Motorrad fahren. Ich will das ausprobieren, ich will wissen, wie das geht. Kein Führerschein und Winter. Was machst du jetzt? Ich meine, das größte Problem für jemanden, der es nicht gewohnt ist, Motorrad zu fahren, ist eigentlich, so ging es mir, das Motorrad zu beherrschen. Also sprich, immer dahin zu lenken, dass das Motorrad immer dahin lenkt, wo du es gern hinhaben möchtest. Das war eine der schwierigsten Sachen am Motorrad überhaupt. Ich denke, jeder kennt das Gefühl, dass man auf eine Kurve zufährt und denkt sich, oh, oh. Und das war mein größtes Problem. Ich habe nie dahin fahren können, wo ich wollte. Das war immer so Zufall und immer so im Nachhinein so, puh, das ging sich gut aus.
Aber ich war nicht Herr der Lage. Ich war eigentlich Passagier. Und das ist natürlich beim Automotorsport nicht so, weil ich, wie ich vorher schon gesagt habe, ich meine Automotorsport, da kannst du einen dressierten Affen hinsetzen. Du fährst, du brauchst nur an deinem Lenkrad zu drehen und dann fährst du dahin, wo du hin möchtest. Und beim Motorrad musst du halt mit deinem kompletten Körpereinsatz arbeiten. Du musst mit allem arbeiten, was du hast. Du musst mit dem Lenker arbeiten, du musst mit dem Fußrasten arbeiten. Du musst in die Kurve hineinbremsen. Wer zum Koko hat eigentlich gesagt, dass man in die Kurve hineinbremsen muss? Das war enorm. Aber am allerschlimmsten war eigentlich, dass ich körperlich komplett überfordert war. Jetzt war ich eigentlich, Mann, ich war kein unfitter Typ, ich war nicht unsportlich, ich habe immer schon ein bisschen Sport gemacht. Ich war nie dick, ich war auch nicht, ich habe keinen Waschbrettbauch gehabt, aber ich war eigentlich fit. Und dann gehst du mit einer Erwartungshaltung her und denkst dir so, cool, Motorrad reinstecke. Und es hat sich dann so ergeben, wenn du anfängst im Winter zu googeln, Motorradfahren im Winter, dann kommst du zwangsläufig nach Spanien. Und als ich dann einfach alleine losgezogen bin, mein Motorrad transportieren habe lassen nach Spanien und danach geflogen bin, Mietwagen etc. nach Almería, das ist meine Rennstrecke, wo ich das erste Mal Motorrad gefahren bin. Und was ich total überschätzt habe, wie schon gerade gesagt, das war die körperliche Anstrengung. Ich habe 4 Tage Rennstrecke gebucht. Einer hätte mir vollkommen gereicht. Weil ich war nach dem einen Tag schon so dermaßen zerstört, ich war komplett im Arsch. Der mentale und der physische und psychologische Faktor, der beim Rennstreckefahren eine Rolle spielt, der war mir überhaupt nicht bewusst. Zu den schon vorher genannten technischen Schwierigkeiten am Motorrad dahin zu bewegen, wo man hin möchte. Und ich glaube, ich war nach diesen 4 Tagen war ich so zerstört und vor allem frustriert. Ich war frustriert. Ich kam als einer, der mit dem Auto immer einer der schnellsten war. Auch mit wenig Budget teilweise schneller als die mit mehr Budget und so. Ich war echt gut. Und dann kommst du aufs Motorrad und stellst fest, Alter, ich kann da nicht einmal dahin fahren, wo ich hin will. Bin ich bescheuert oder bin ich zu dumm oder ist das nicht mein Hobby oder was läuft verkehrt, Alter? Wieso kann ich das nicht? Wieso kann ich das nicht? Ich war echt zu dumm dazu. Unter anderem hatte ich Probleme mit der Haltung am Motorrad. Ich konnte mich nicht festhalten. Ich hatte immer das Gefühl... Scheiße, die sind auch im Arsch, ne? Ich hatte immer das Gefühl, dass ich vom Motorrad runterrutsche. Ich konnte mich nicht festhalten. Ich konnte keinen Kontakt zum Motorrad. Ich war wie wenn ich drauf umeinander rutschen würde. Oder ich musste alles mit den Armen machen. Ich musste mich nur mit den Armen festhalten, um quasi irgendwie auf dem Motorrad sitzen zu bleiben. Und das war so anstrengend und ich war echt ein scheiß Motorradfahrer. Aber, und jetzt kommt der Wendepunkt der Geschichte, kommt jetzt. Wenn mich im Leben was motiviert, dann ist es, wenn andere zu mir sagen, Matthias, du kannst das nicht. Und ich hatte eine Menge Leute, die zu mir gesagt haben, ah, Matthias, du hast keinen Führerschein, du kannst nicht auf die Rennstrecke gehen, alleine nach Spanien, bist du bescheuert. Motorradfahrer, die schon lange gefahren sind, die haben zu mir gesagt, du kannst das nicht. Und ich glaube, das ist mir in der Kindheit dargelegt worden, wenn jemand zu mir sagt, du kannst das nicht, dann war ich immer der Überzeugung, ich muss beweisen, dass ich es kann. Und mich motiviert nichts mehr, als wenn jemand skeptisch ist gegenüber mir, als wenn jemand sagt, ah, das ist ein Idiot, das ist ein Schmatzer, das ist, der kann das nicht, das ist ein keine Ahnung was. Das ist genau das, was ich brauche, um mich zu motivieren. Jeder Feind, den ich im Leben produziert habe oder der mir über den Weg gelaufen ist, der mir irgendwas nachgewünscht hat, jeder von denen hat mich motiviert, besser zu werden in dem, was ich mache. Und genauso war es im Motorradbereich. Ich wollte zeigen, dass ich das kann. Auch wenn ich echt ein schlechter Motorradfahrer war zu meinem ersten Event. Und dann habe ich alles Erdenkbare auf mich gegriffen und habe es einfach gemacht. Und ich bin gefahren. Ich bin nur noch Motorrad gefahren. Ich habe alles Mögliche getan, um das zu verstehen, um es zu lernen, um schnell, um sicher zu werden, um den ganzen Hatern und Neidern zu zeigen, dass ich das kann, wenn ich das will.
Das ist der entscheidende Faktor. Und das kann ich nur jedem auf dem Weg mitgeben. Macht's das, was ihr möchtet. Wenn ihr das möchtet, dann macht es gut und setzt euch richtig rein. Ich habe mich belesen. Ich habe Nächte und Tage nur damit verbracht, zu verstehen, wie so ein verdammtes Motorrad funktioniert. Warum bin ich zu blöd dazu, das Motorrad in die Kurve hinzulenken? Warum bin ich zu blöd, das Motorrad in jeglicher Fahrsituation zu beherrschen? Und ich habe natürlich auch Sachen gemacht, wenn ich hier von den gebrauchten Reifen stehe, habe ich Sachen gemacht, die ich heute nicht empfehlen würde. Ich habe Fehler gemacht, die ich bezahlen habe müssen mit Schmerz oder Geld und will sie euch mitgeben. Fehler, die ich nicht mehr machen würde, zum Beispiel mit irgendwelchen gebrauchten Reifen fahren, vor denen man nicht weiß, wo sie herkommen, ganz bewusst. Nur, also was ist das anbelangt. Mit Reifen fahren, wo man nicht weiß, wo sie herkommen, fahre ich grundsätzlich nicht. Habe ich früher auch mal gemacht, klar, um Geld zu sparen. Sonst wäre ich vielleicht auch nicht so viel gefahren, weil ich die Kohle auch nicht hatte. Aber es kostet meistens mehr, als man damit gut macht. Eines Tages ist dann der Knoten aber so ein bisschen geplatzt. Das heißt, eines Tages habe ich dann ein Gefühl für das Ganze bekommen. Meine körperliche Fitness hat sich angeglichen. Ich bin viel Fahrrad gefahren, um das überhaupt abzukönnen körperlich. Der Kopf hat sich an die Geschwindigkeiten gewöhnt, die das Motorrad macht auf der Geraden. Ich habe mich an die Beschleunigung gewöhnt. Das war am Anfang Katastrophe, wenn es beschleunigt hat. Da habe ich mir gedacht, Alter, mich zieht es vom Motorrad runter, ich kann mich nicht halten. Und dann ging der Knoten auf. Und da ich mich so massiv damit beschäftigt habe, habe ich das eine oder andere relativ schnell verstanden. Und viele Leute kamen dann zu mir und haben gesagt, hey, wie geht denn das, wie geht denn das, wie machst du denn das? Kannst du mir mal helfen? Und ich dachte mir so, was will denn der von mir? Ich habe doch keine Ahnung, was ich da mache. Und dann habe ich halt mal so ein paar so Sachen gesagt, wo ich der Meinung war, so funktioniert es vielleicht. Und die Leute kamen und sagten, boah, super, hat funktioniert, geil, danke. Und ich sage mir so, hä? Und dann kam die Idee, das Ganze vielleicht massiver weiterzugeben. Nichtsdestotrotz, diese Lernphase endet nie. Ich versuche es im heutigen Moment mit dem heutigen Kenntnisstand übers Motorradfahren zu perfektionieren. Ich versuche mittlerweile im Wheelie die Hand auszustrecken, nur eine Hand zu benutzen, in jeder Kurve mit dem Ellbogen schleifen zu können, wenn ich das möchte. Noch schneller, noch besser, noch mehr auf den Punkt, wie ein Schweizer Uhrwerk. Jede Runde auf einen handflächengroßen Punkt zum Fahren. Das sind meine Ansprüche für heute und die Ansprüche werden immer höher, 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 weil ich immer besser werde. Aber es ist meine Priorität. Und ich kann nicht erwarten, dass es besser wird, wenn es nicht meine Priorität ist. Das ist zu viel dazu. Viele wollen das besser können, aber es ist nicht ihre Priorität. Dann wird es auch nie werden. So viel dazu. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und gebt dem Video natürlich gerne einen Daumen hoch. Und was ich vergessen habe, teilt das Video mit euren Freunden, um sie zu motivieren, vielleicht Motorrad auf der Rennstrecke zu fahren. Also bis dahin und ciao.